Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Mit mir wieder dabei der Maler-El, der jetzt anders heißt. Warum das denn? Ich heiße jetzt Lestrak Dark, weil ich einen Charakter schnell hochgezogen habe, der mit deinem Charakter immer auf einem Stand sein soll. Ah, okay. Ja, das macht natürlich Sinn, ne, wenn du jetzt noch außerhalb von unseren Aufnahmen natürlich spielst und ich nehme ja nicht so oft auf, dann levelst du mir dann natürlich irgendwann weg. Das ist natürlich richtig. Und was ist das jetzt hier für ein Charakter? Was macht der so Cooles? Das ist ein Tank, der voll. Ich habe das Kriegsherrn-Deck, gehe ich damit ein. Ich bin auch ein Drache. Jetzt sind wir ein reines Drachenteam. Ja, Grün ist auch meine Lieblingsfarbe, ist also schon mal ein gewisser Vorteil. Ja. Und mit ihm gehe ich auf Chaosmagie und Hämmer, auch wenn ich ständig Äxte finde als Hämmer. Aber egal. Das sind Kleinigkeiten. Die lenken mich nicht ab. Ja. Ja, ich habe beschlossen, ich werde jetzt so versuchen, ja, vielleicht ändert sich das dann auch bald wieder, so ein bisschen auf Pistolen und Fäuste zu gehen. Dann, jetzt wo du immer mit mir mitläufst, kann ich ja versuchen, so Komplettheilungen zu machen. Aber dafür brauche ich noch ein paar Punkte zum Leveln, damit das so halbwegs effektiv ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen bei dem jetzigen Equip hier bleiben. Hat ja in der Instanz funktioniert, dann sollte das irgendwie draußen ja eigentlich auch funktionieren. So, ja, und dann sind wir hier immer noch, was heißt immer noch? Wir hatten aufgehört am Flughafen, aber wir sind hier wieder in, wer ist das? Savage Coast, ne? Ja, Savage Coast. Bei diesem Hotel, wo auch Zimmer 13 war, mit dieser schönen Forschungsquest. Ja, die haben wir ja Gott sei Dank gemacht schon. Aber der hat noch eine andere Quest hier, der hat hier noch. Die Dungeon Quest In und der Hölle ist diese. kein Zimmer frei. Schade eigentlich. Und dann gucken wir doch mal, was er uns dazu zu sagen hat. In der Hölle ist kein Zimmer frei. Die meisten Zimmer sind frei, es ist nämlich gerade total keine Saison. Unruhiger Schlaf ist garantiert und laute Nachbarn in 13. Wirklich höllisch, aber soll man deshalb die Bullen rufen? Sie machen gerne Party, was? Jedenfalls ist das hier nichts. Nichts! Ich habe Kriege gesehen, schmutzige, total abgefahren und ständig eine Knarre im Gesicht. Da, wo es einfach nicht mehr schlimmer geht, da gehöre ich hin. Im Auge des Sturms, wo die Scheiße hochkommt. Im Elend und Gemetzel, da stehe ich und sage, wie es wirklich ist. Da mache ich meine beste Arbeit. Da bin ich der König der Story. Diese Dämonen und Teufel, die nicht mal aussehen wie wir. Ihr Geschrei klingt wie hysterisches Lachen im Schlachthof. Aber ich habe den Witz geschnallt. Sie auch? Wir Okay, sind na, aber selbst dran jetzt. schuld. Aber Sie müssen uns unbedingt zeigen, wie man es richtig macht. Jede kritische Masse menschlicher Tragödie ist für Sie wie ein riesiges Komm zu uns Plakat. Genau. Der letzte von denen ging da lang. Weidmanns Hall. Tja, was ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört habt, mitten im Dialog hat mich jemand angerufen. Ja, natürlich fürchterlich. Naja, gut. Jetzt habe ich ja halt die Hälfte nicht mitgekriegt, weil ich auf mein Handy gucken musste. Aber wird schon nicht so interessant gewesen sein. Okay. Was müssen wir? Wir müssen Leute, Sachen töten. Das ist doch hier deine Aufgabe dann jetzt, ne? Ja. 13 Schänder und Feuerläuferinnen. Ja, das sind die, die etwas freizügiger sind. Und denk dran, das ist nur eins von drei. Ah, da hinten, ich sehe ihn. So, du bist jetzt ein Tank. Das heißt, du bist gerade hinter mich teleportiert. Das war wirklich. Nein, das war irgendwie ein Lag, keine Ahnung. Ja, ich habe immer noch die Probleme mit meinem Internetanschluss. Ja, wenigstens laggen wir beide rum, das gleicht sich dann. So, kann ich mal wieder als definitiv Ziel. Ja, nicht vergessen, drück am besten Tab, um die feindlichen Ziele anzuvisieren. Dann verlierst du mich, glaube ich, nicht aus dem Raster. Ja, irgendwie, das springt. Tab mit. Funktioniert nicht. Okay. Nee, das geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und außerdem muss ich mich da verrenken mit meinen Fingern.
So, hier, Heilung. Ja, ich vertraue voll auf deine Heilung. Ich gehe jetzt ohne Rücksicht in alles rein, ne? Ich versuche mein Bestes. Ich bin da noch nicht der Kompetenteste. Das kommt dann hoffentlich irgendwann. Ich werde versuchen, dieses auf Klauen und Pistolen ja zu skillen. Und dann viel mit kritischem Damage zu machen. Was dir dann eigentlich auch zugute kommt, weil du das dann auch automatisch kritischen Damage machen. Weil das ja ein Buff ist für die Gruppe. Ah, okay. Und man kann ja auch kritisch heilen. Sag mir doch, dass du einen Puls. Ich wundere mich auf einmal gerade. Schießt du denn? Du bist gerade ein bisschen leise. Oh, sorry. Besser? Ja. So, was haben wir hier gekriegt? Nix. Okay. Oh, stimmt. Warte. Die Beuteoption. Ich habe jetzt mal die Beuteoption auf Reihe umgestellt. Das bedeutet, wir kriegen abwechselnd immer den Loot. Außer bei Grün, der wird gewürfelt. Ah, okay. Weil sonst ist es immer so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Sowas geht auch. Ja, sowas kann man auch. Wenn du der Leiter bist, also die Krone hast, kannst du einfach Rechtsklick machen auf dein Bild und dann auf Beuteoption. Und dann steht das da schon. Cool. Wieder was gelernt. Zum Gruppeneinführung stimmen. Jetzt kannst du es bei dir kurz mal nachgucken. Beuteoption. Du kannst es dir noch zeigen. Ah ja, okay. Cool. Ja, läuft. Ja, und ich finde, Reihe um ist halt fairer. Das ist korrekt. Lock den bitte mal runter. Bis wen denn? Den da oben. Wo ist? Ach, da oben ist einer. Oh. Komm her. Außerhalb der Reichweite. Ich hab. Ja. Hier, jetzt kommt er. Komm her, wir haben Leckerlis. Kein Sicht auf das Ziel. Jetzt habe ich Sicht. Ja. Warum ignorier den? Das ist mir leid. Wie viel Akku hast du bitte gezogen? Will ich nicht. Ich bin auf ihn geschossen. Jetzt muss ich mich aber selber mal kurz wieder heilen. So, und wieder sich anklicken und weiter geht's. So weit runter können wir nicht, da tauchen nämlich ab da schon wieder andere Gegner auf. Oh je. Ja, ein bisschen kenne ich die ja. Ja, der gute Lescher da. Also, der nicht der Charakter, aber so bist du auch bei den YouTube-Kunden zu entdecken. YouTube, alles Mögliche. Ja. Der ist nämlich jetzt, weil er schon so viel gespielt hat, weil ihm das Spiel so gut gefällt, schon in Ägypten, also schon eine ganze Ecke weiter. Ja. Ja, das Spiel ist ja auch richtig toll. Also noch knapp das ja ganz gut. So. Sehr schön. Das ist schon der nächste. Ich hatte das Spiel hier mit einem anderen Charakter schon mal mit jemand anders zusammen gespielt. Schöne Grüße an den Tim von hier aus, wenn ihr das guckt. Bei dem war das, glaube ich, auch so, dass er immer noch so ein bisschen so das Problem hatte, dass er immer noch weiterspielen wollte und nicht warten konnte, bis man zusammen weiterspielen konnte. Obwohl er jetzt auch gesagt hat, er wartet irgendwann. Und jetzt hat er gerade so ein bisschen Probleme mit seiner Internetverbindung und deswegen ist das Ganze jetzt auch nicht mehr so einfach. Vielleicht kommt er ja irgendwann auch nochmal zu Besitz. Falls ihr euch übrigens fragt, wo denn der WLAN-Mesh und Falken sind. Also ich habe dann beschlossen, die Spiele vielleicht nicht immer alles so mit vier Leuten. Mit zwei ist, glaube ich, ganz viel, wenn man mit vier Leuten spielt. Und mit vier wird es, glaube ich, richtig gruselig. Und das ist dann für euch auch nicht so gut zum Gucken, glaube ich. So, was müssen wir jetzt hier machen? Dämonenstabilisator benutzen? Ne, den Resonator aufheben oder was? Wo ist der denn?
In deinem Inventar. Also da einfach ein U drücken. Ah, okay. Check ich. So, aktivieren. In deinem Inventar auf Rechtsklick nochmal. Ah, okay. Und dann werden wir zu Höllenrissen geschickt, die sich öffnen, in dem Moment, wo wir da sind. Okay. Hast du das auch? Aber. Ja, ich habe das auch. Aber die Frage ist nur, das ist sehr außerhalb des Gebiets. Machen wir das später oder jetzt? Machen wir mal später. Okay. Ich folge dir einfach und du machst das ein Blatt und ich heile dich. Okay. Zumindest gebe ich dir nächstes. Ja, ich habe auch keinerlei Erfahrung als Tank, also. Noch funktioniert das. Ich erinnere mich, als ich schon mal hier war mit einem anderen Charakter, da war das deutlich komplizierter hier. Da war ich schon ziemlich reinhauen hier, die Viecher. Ja, vor allem die Großen. Was kann das Ding denn? Plus auf Gesundheit. Ja, kritischer okay. Treffer wird, ja, das ist nicht schlecht für mich, glaube ich. Warum das kriegt? Ich hab gewonnen. Okay. Ja, meine hat nämlich auch kaum gute Ausrüstung. Oh, gut, du kommst nur noch raus, wie praktisch. Du kommst ja noch welche, zwei Stück, genau. Und viel sogar. Ja, der Vorteil bei dem Sturmgewehr ist natürlich, dass man immer noch zumindest ein bisschen Schaden mitnimmt. Das ja, hast das du dann später nicht mehr. Das ist jetzt ein Schaden alleine. So, was müssen wir jetzt erobern? Erobern der Engel und Rissmetführer. Diese großen mit dem Schwert müssen wir jetzt tun. Ach ja. Wenn es weiter nichts ist, ne? Ja. Ich sehe gerade, ich habe schon 27 KP. Muss ich gleich mal wieder ins Kräfterad gucken. Hab ich denn inzwischen schon was? Kann. Und dann müssen wir mal gucken, weil ich brauche. Obwohl, nee, ich brauche für Pistolen und Fäuste keinen neuen. Oh, gucken wir mal da, was Blaues. Angriffswert, Durchdringungswert, kritischer Trefferwert. Minus oh, ne. Heilungswert? Nein, das ist nichts für mich. Für mich auch nicht. Weil ich brauche auch Gesundheit als Tank. Vor allem für die Instanzen später. Ja, Gesundheit ist wichtig. Was gilt man dann da bei den. Gilt ja auch nur die Kassen, also den FP-Punkte. Also die unteren beiden. Weil die Gemälde. Ja, dann mache ich. Oder hinten, ne, hier die. Was Kopfteil ist man, was gibt Gesundheit oder sowas, ne? Oder ich weiß gar nicht, ich guck gerade mal nach, was das Gesundheit kann. Charakterfähigkeitspunkte. Maximalgesundheit. Bei große Talisman, ne? Oder was hast du da so geskillt? Hallo? Ja? Ich hab dich was gefragt. Ich hätte gerade einen Anruf bekommen wegen Aufstieg. Ja, wie war die Frage denn bitte nochmal? Was du geskillt hast mit deinen Fähigkeitspunkten. Also, dass du viel mehr Gesundheit kriegst. Ob du auf große Talismane gegangen bist da, weil das gibt ja immer Gesundheit dazu. Nein, da bin ich gleichmäßig auf alle Talismane gegangen. Ah, okay. Gut, gut. So, wir müssen noch Engel hier. Welche sind das? Die ja, großen? Engel oder. Nein, nee. Die Engel sind extrem selten hier. Ich hab, glaube ich, einen einzigen gefunden, als ich mit Malael hier war. Mhm. Deswegen die Rissmetüre gehen ja auch, oder? Ach so. Okay. Das Problem ist nur, dass die für einen Einzelnen meistens ziemlich brutal sind, fand ich. Ich muss mal einen gucken. Wie viel Reichweite denn diese Flammenheilung hat. Dann war ich nicht so davon überzeugt. So. Scheint auch ganz gut zu sein. Reichweite.
haben wir denn hier? Ne. Crap-Zeug. So, hier hinten ist noch einer, ne? Ne. Nochmal schön noch ein Gebiet gefunden. Ne, komm, Gertrud. Ich bleib jetzt mal absichtlich was weiter weg und guck mal, wie weit die Heiler sind. Außer Reichweite. Okay, ich muss doch ein bisschen näher ran. Ja, man muss mal bedenken, das sind immer noch Nahkampfwaffen. Ja, das ist, glaube ich, dann so, dass das herausfordert. Das ist schon so ein bisschen noch. Ist das hier so ein Engel? Ja, das ist eine der seltenen Engel. Ah, die verwandeln dich. Nein, die rufen einen noch herbei. Ah, nee, ist da. Check ich. Aber macht ja nichts. Das Grüne ist hier. Gürtel mit Angriffswert. Ne, ist nichts meins. Kannst du haben. Ist nix. Hinter uns! Ah. Auf den Heiler zu ärgern. Ja, ganz klar, aber ich muss mal überlegen, ob ich mir hier lustig zwischen den Bäumen dann auch so eine Anti-Angriffskill. Ich hab mit Maler. Da den Selbstheilungsskill vom oberen Baum bekommen. Weil die später sehr für Einzelspieler sehr, sehr brauchbar. Finde ich persönlich. Ausweichenwert, Verteidigungswert, Blockwert. Das ist, glaube ich, auch eher für dich. Aber Heilungswert ist auch voll. Ja, aber weniger als das, was ich bis jetzt habe. Ja, ich brauche es aber auch nicht. Es gibt, es würde meine Gesundheit runterziehen. Boah, keine Ahnung. So, hier, nächster. Warum? Wir haben. Ach, gibt Erfahrungspunkte. Du hast schon den Fernkampfwaffe hinter dir, nicht so nah dran. Kommt schon der nächste, soll ein bisschen herausfordernd sein. Ich verliere hier gar nichts, das ist krass. Die gehen ja auch auf mich los. Ja, aber auch eben, als der auf mich eingedroschen hat, da hatte ich überhaupt noch mich als Heilziel. Das klappt ganz gut in der Kombo. So. Geld ist auch mal wichtig. So, jetzt gucke ich nochmal ins Kräfterad, weil ich habe nämlich 29 KP und 18 FP. Den gehen wir am besten aber an einen etwas sichereren Ort. Der Engel ist gerade schon wieder ganz knapp an dir vorbeigeschrammt. Ah, okay. Ja, komm, wir machen das eben noch hier zu Ende mit dem, mit der Stufe 3. Und dann machen wir das. Ja, okay. Dann müssen wir den Höllenriss destabilisieren. Ist das der große da hinten? Ich glaube ja. Du bist immer noch ein bisschen leise. Ja, ich tue mein Bestes, aber ich habe bei mir schon alles voll aufgedreht. Ach ja, da kann man Fotos von den Viechern machen. Cool. Fotos. Kreaturen fotografieren. Zack. Wie macht man das denn jetzt? Hallo? Ich würde gerne das Ding benutzen. Wie geht das denn? Kann nur... Jetzt... Ah! Klick! Sehr schön. Da oben den fotografieren wir auch. Klick! Ihr kommt alle nach Facebook! Achte mal drauf, wie du die hältst, die Kamera. Ja, schon sehr stylisch. Ja, versuch mal ein echt so ein Foto zu machen. Ein vernünftiges. Ja, es ist doch am coolsten wäre es, wenn du ein Selfie machen würdest zusammen mit der Kreatur. Das hätte Style, oder? So, hier, Riss schließen. So, wie funktioniert das denn jetzt hier? Die Dinger hier vielleicht. Ah, da kommen jetzt Viecher raus, okay. Ja, ich nehme die mal mit. Komm. Ja, aber... Weg nicht. Oh, ich hab das gezogen, hast du gesehen. Nochmal destabilisiert. Oh! Ja. Das ist
Heiler in Ruhe. Komm, komm zu mir, komm mit mir. Komm, 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 komm. Ja, brav, Jungs. Komm, komm, komm. Ich hab doch noch den großen Heilschuss. Warum habe ich den in der Zettel nicht benutzt? Peinlich, peinlich. Wenn das jetzt hier mal ein Profi-Heiler sieht. Ja, die haben wahrscheinlich eh schon abgeschaltet bei mir. Wir glauben. Die haben auch mal keinen. So. Kann ich denn hier diese Tür jetzt nicht anklicken? Weil das dein ist. Weil das die Reihe umgemacht haben, ja? Check ich. Hätte auch mal ein Foto machen können, wenn die Viechern hier da rauskommen. Ja. Die Frage ist nur, was jetzt wird. Destabilisiert wurde doch eigentlich. Den kleineren Höllenrüst, die Ach Stimme so, ist. Wir müssen den anklicken jetzt noch am Ende. Ah, okay. Ah, okay. Bericht senden. Cool, da kriegen wir einen scheiß Anhänger. Oh, der möchte fotografiert werden. Ein Safe hier. Klick. Ja. Auf Facebook posten. Schnell posten. Posten ist auf Facebook. Die Puppe sterben. Mit jeder Seele werden wir gestorben. Genau. No. Wir kriegen 1000 Klicks. Ich habe gestern sowas in die Hunter-Runde, wo du drauf wartest. Da habe ich gestern Plenum zugespielt. Da war das wirklich Teil einer. Teil der Story. Sowas mit Facebook und. War zwar nicht Facebook, sondern eine WhatsApp-Gruppe, aber da hat jemand ständig in der WhatsApp-Gruppe halt Fotos gekriegt von seinen Kumpels, die gerade sterben. Ah, okay, das ist ja sehr ermutigend. Ja, ja, ich muss die Leute in ihren Preludes halt dazu kriegen, dass sie naja, ziemlich schlecht drauf sind, weil sonst werden ja keine Hunter. So, jetzt wieder nach oben, ja. Ne? Hier gibt's, können wir noch ein Foto machen von diesem kleinen Vieh. Okay. So, noch zwei Fotos. Ich finde es immer noch so geil, wie sie die Kamera hält. Ja, warte, ich mach das mal. Okay, beim nächsten Mal versuche ich dann nochmal die Kamera um was zu schwenken. So, hol den mal hier, den Schänder. Okay. Komm her, komm her, komm her. Gut, Schänder, Schänder. Der gibt doch bestimmt auch Punkte. Siehste mal, über 1000 Punkte. Oh, bei mir 2075. Da kann man jetzt wieder ein tolles Foto machen. Du machst doch ein tolles Foto. Ja, die kannst du auf Facebook oder YouPorn posten. Die jungen Leute. Ja komm, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Was weiß ich? So ein Foto brauche ich noch. Türchen, wo seid ihr? Ich brauche ein Foto von euch. Ich finde die Quest übrigens sehr stylisch. So, hier vorne haben wir noch eine von diesen Viechern. Klick. So, und jetzt? Daniel, mach die Kamera zurück. Ja, der Modell. Der. Den, den ich nicht leiden kann. Und dem soll ich so eine Kamera zurück. Warum eigentlich nicht? Nur so mal so das Neugierde. Ich bin kein Reporter, also, aber. Einen tieferen Grund? Ja, das ist Geld mir zu beschwören. Okay. So. Klick, ein Glyphenwerkzeugsatz. Zu geschwollen und das von einem Rollenspieler. Was hat mit einem geschwollen Reden beim Rollenspiel zu tun? Also bei der ich kenne, bei Fantasy-Rollenspielen kenne ich es oft so, dass da die Leute auch immer gern so geschwollen reden. So, ja, gut, da gehört das mit zum Setting. So. Aber Gott sei Dank sagt er nichts dazu. So, noch mehr Erfahrungspunkte. Und jetzt gucken wir tatsächlich mal in meinen Fähigkeitenrad. Und gucken, nehmen wir mal endlich. Ich versuche erstmal dieses scheiß Gepiepse auszumachen. Das geht einem auf den Sack. Kann man das wieder ausmachen? Nein. Oh Gott. Ich habe einen Fehler gemacht. So, wir müssen auf jeden Fall hier Fäuste zu Ende skillen. Ich hab auch schon den inneren Ring von Fäuste noch nicht voll.
Das ist schon mal schlecht. So, den habe ich jetzt voll. Jetzt habe ich noch 13 und ich muss... In welches war das denn jetzt? Hier, Chirurgenstahl, heißes Eisen und Ausbrennen. Das sind so meine wichtigen Heilskills. Kaufen wir uns jetzt direkt mal schon mal Chirurgenstahl von. Jetzt haben wir noch 4 Punkte. Die können wir, glaube ich, in Pistolen, weil da brauche ich den inneren Ring auch noch komplett. Da können wir verringert Aufladezeit von sicheres Zielen. Jetzt sicheres Zielen ist übrigens auch was ich haben will. Das gewährt nämlich allen Gruppenmitgliedern einen positiven Effekt, also auch dir. Die kritische Trefferchance wird um 40% erhöht. 10 Sekunden lang. Das sollte nice sein, oder? Ich habe nur was, um meine Blockchance zu erhöhen. Ja, okay. So, jetzt die Passiven. Dann müssen wir hier wieder in Faust. Gehen wir mal auf Heilung. Und Pistole. Was gibt's denn da? Wollen wir hier hochgehen? Pistolen, Drohnenkräfte, ja, die brauchen wir später auch. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen hochleveln. Ja, die Heildrohne stelle ich mir cool vor. Ja, die werden dann später auch um mich rumsausen, die Heildrohne. Ich weiß noch nicht, ob man mehr als eine Drohne haben kann. Ja, testen würde ich sagen. Ja. Aber bis ich die alle krieg, das dauert noch. So, jetzt haben wir noch 5 Punkte. Jetzt kann ich entweder auf Pistole, ich gehe mal auf die direkte Heilung. So, und dann switche ich das Gear auch schon mal um, damit ich mich da mal dran gewöhne. So. Also, da müssen wir die ganzen Teile wieder raus. Das kam aus Faustwaffen, das kann ruhig drin bleiben. So, ich mache jetzt einfach alles mal Tabula Rasa hier. Zack, zack, zack. 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 So, und dann gehen wir und holen uns mal unseren... Ach, das ist ein Verbraucher. Ach du Scheiße. Na gut. Wer ist ein Verbraucher? Meine neue Faustkraft. Das ist ein Verbraucher. Oh. Ja, ich bin gerade dabei, die ganzen Kram bei mir zu zerlegen, damit mein Inventar etwas kleiner wird. Ach so. Also ich mehr Platz habe. Ja. So, Rudelanführer gab weniger Streiftreffer. So, das Ding aus dem Wald. Immer wenn Sie ein Ziel auf mehr als 80% Ihrer Maximalgesundheit heilen, erhalten Sie einen positiven Effekt, der jede direkte Heilung erhöht. Das ist doch nur ganz gut. Das nehmen wir mit. So, nährendes Geschenk nehmen wir auch mit. Das erhöht nämlich die Wirkungsdauer. So, Pistolen, sicheres Zielen holen wir uns rein. Und die Verringerung der Aufladezeit dafür. So. Dann nehmen wir das Drohnenkit mit. Mal gucken. Nähren macht nur Faustressourcen. Das ist natürlich schlecht, weil wir brauchen auch Pistolenressourcen für das Drohnenkit. Ja, das ist bei den meisten Heildingern etwas blöd, dass sie dann nur wirklich für, also die Aufbauer. Ja. Die meisten bauen halt nur für sich selber dann auf. Ja, ja, ja. Immer wenn ein Feind stirbt und sie noch Pistolenressourcen haben, werden bis zu 6 Verbündete in einem Radius geheilt. Das nehmen wir dann auch mal mit. Dann muss ich halt einmal immer noch mit Pistole irgendwo drauf schießen. Das heißt, wir müssen aber auch einen Ressourcenbilder für Pistole mit reinnehmen. So. Was haben wir hier noch? Das haben wir nicht. So, wenn Sie den Status beeinträchtigt auslösen, erhalten Sie kritische Trefferchance. Das wäre natürlich ganz nice. Aber nee, machen wir nicht. Wir nehmen uns hier aus den Hämmern, nehmen wir uns den Zenker. Weil der macht nämlich kritische Trefferkraft plus 15%. Und den habe ich sogar schon geskillt. Cool, ne? So. Oh. Und hier in Elementar war auch was drin, was ich haben wollte. Nämlich hier die Elementargewalt. Dafür brauche ich aber noch 3 Punkte. Aber gut, das werde ich dann später machen. So, erhöht den Schaden und Heilung von Blutkräften. Ne, das braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Ja, bei Blut scheint irgendwie nichts
tolles Passives mehr drin zu sein. Schaden über Zeiteffekte haben wir keine. Barrieren machen wir auch nicht. So, was können wir hier noch? Ich habe noch einen Slot frei. Eine Elitekraft haben wir schon, aber eine passive. Man kann auch eine aktive Elitekraft nehmen, ne? Aktive und eine passive. Genau. Aber die einzige aktive Elitekraft, die ich habe, ist ein Angriffszauber. Das ist, glaube ich, nicht so effektiv. Momentan zumindest noch. Dann nehmen wir uns doch noch hier den Alpha-Wolf mit rein. Und Wunden lecken mit rein. So, das ist jetzt zwar nicht super geil, was das hier so insgesamt läuft, aber so, es geht in die richtige Richtung. So. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Pistolen zur Hand statt der Flinte. Jetzt muss ich nur gucken, welche die beste Pistole war, die ich hatte. Ich glaube, die hier. Die ist schon mal besser. Die ist die beste. Oder vielleicht die kritische Trefferwert. Was ist denn der Unterschied zwischen kritischer Trefferkraftwert? Der Kraftwert ist dann das, was randenbar rauskommt. Das erhöht den Multiplikator von dem Schaden. Also Schaden mache ich ja nicht, ich mache nur Heilen. Also, oder halt bei der Heilung, die du durch Crits machst. Der normale Standard ist ja 25% mehr. Mhm. Und durch den kritischen Kraftwert erhöhst du den Wert. Okay. Das ist mehr als 25% Erhöhung sind bei Crits. Weil ganz am Anfang ist ein Durchdringungswert meistens, also wenigstens für den Schaden, besser als Crits. Mhm. Weil Durchdringungswert ignoriert halt komplett die Rüstung. Okay. So, dann versuche ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen was zu zerlegen, was ich hier habe. Kann man denn hier dieses Zeugs auch zerlegen? Oh ja. Weg damit. Das kann ich nicht zerlegen, aus welchem Grund auch immer. Ups. Ist es eigentlich besser, die ganzen Ketten und Würfel und was man hier findet, zu zerlegen oder eher zu verkaufen? Je nachdem, was du brauchst. Wenn du eher der Bastelfreund bist und der selber gerne Sachen machst, solltest du die zerlegen. Und wenn du mehr eher Geld brauchst, solltest du die verkaufen. Aber das meiste, wofür am Anfang sowieso eher Geld gebraucht wird, sind die ganzen Sprinten-Upgrades. Und die brauchst du ja nicht mehr. Nee, dank dem Motorrad brauche ich das nicht. Hast du das Motorrad eigentlich auch? Nein, immer noch nicht. Ich warte immer noch, dass mein Gehalt endlich angekommen ist. Da warte ich schon auch seit Anfang des Monats drauf. So. Ich habe jetzt hier auch noch so einen Drink für Experience Points, den ich nicht mehr anmachen kann. Warum auch immer. Kann man den auch zerlegen? Den kann man aber zerstören dann, ne? Wenn er nicht mehr geht. Warte, ist der vielleicht auf Abklingzeit? Nee, den geht nicht mehr. Also da steht dann, können diese Aktion nicht ausführen. Oder ist dein gratis, weil du das Spiel gekauft hast, dein Monatsabo abgelaufen? Das könnte natürlich sein. Weil der ist dann halt nur für Abonnenten, die extra zahlen dafür im Monat. Und der erste Monat ist ja halt gratis. Raus, weg damit. Nimmt nur Platz weg. Ja, kannst du dir sowieso jederzeit im Shop wiederholen. Für null. Oh, ich kann es gar nicht löschen. Sie können dieses Objekt nicht löschen. Na super. Na dann. Halt nicht. So, wir haben 34 Minuten. Und beim nächsten Mal schauen wir dann zusammen, ob das jetzt hier so effektiv war. Aber ich habe immer noch einen Slot frei, sehe ich gerade. Verdammt. Ich habe immer noch einen Slot frei. Was macht man denn jetzt mit dem? Verbraucher? Nee. Was können wir denn da jetzt noch irgendwie Sinnvolles reinmachen? Wir lassen den einfach frei, wir brauchen den eh nicht. So. Okay, mal gucken, ob wir damit klarkommen. Werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Bis dann, have fun, euer Koali und euer... Ach, jetzt hat er sich wieder umgezogen. Lesher Dark.
Ne, stimmt doch, ne? Lesher Dark. Lesrak Dark, das ist ein stilles Haar. Okay. Bis zum nächsten Mal, Herr Fan. Tschüss.